Ihr kennt mich wahrscheinlich als den Langen aus Tetris oder als Markus Lanz aus Wetten, dass. Alles klar? Waren das russische Separatisten oder war der Flugkapitän Marco Reus, der nicht erwischt werden wollte, weil er gar keine Lizenz zum Fliegen hatte? Das ist hier nicht Heute Show oder TV Total. Keine Ahnung, was mit dem Flugzeug passiert ist. Ist mir auch ziemlich egal. Völlig egal. Udo Jürgens interessiert niemanden mehr. Aber wusstet ihr, dass Florian Silbereisen sich ein Porträt von Helene Fischer tätowieren ließ? Seine Freundin. Nadeln sollte man immer ernst nehmen. Und wusstet ihr, dass Helene Fischer daran arbeitet, Pegida als Musical auf die Bühne zu bringen? Helene spielt selbst eine bucklige alte Frau an einer großen alten Pfeifenorgel, deren hohle Töne ihre Jugendliebe wieder anlocken. Ihre Jugendliebe, inzwischen ein weltläufiger Orgelbauer und so weiter, zusammen die Pfeifen sauber machen und dann wird georgelt.